Die Reise führt in die südwestlichste Ecke des Bundesstaates Colorado. Auf einer Hochebene im südlichen Abschnitt der Rocky Mountains liegt einer der kulturhistorisch interessantesten Nationalparks der Vereinigten Staaten. Der Mesa Verde, der grüne Tisch also, erhielt seinen Namen im 17. Jahrhundert von den Spaniern. Da das fruchtbare Sandsteinplateau keine Bodenschätze zu bieten hatte, zogen die Eroberer enttäuscht weiter. Abseits aller gängigen Routen gelegen, sollte es fast 300 Jahre dauern, bis die archäologischen Schätze entdeckt wurden, die das Gebiet heute so auszeichnen. Und die dafür sorgten, dass hier der einzige Nationalpark eingerichtet wurde, der nicht dem Naturschutz, sondern der Erhaltung historischer Stätten dient. Hauptattraktion des Mesa Verde National Parks sind die zahlreichen sogenannten Cliff Dwellings. Die Anasazi-Indianer errichteten die spektakulär im Fels gelegenen Wohnstätten gegen Anfang des 13. Jahrhunderts. Mit 114 Wohnräumen ist dies eine der größten Anlagen in Mesa Verde. Die meisten Zimmer sind nur 2x2 Meter groß. Schmale und niedrige Eingänge sollten die kalte Winterluft möglichst draußen halten und waren auch auf die maximal 1,65 Meter großen Indianer zugeschnitten. Ungefähr 125 Anasazi haben hier gelebt. Sie waren Sammler, machten Jagd auf Rotwild und Kaninchen und bauten auf kleinen Feldern Mais an. Außerdem hielten die Anasazi Haushunde und Truthähne. Acht kreisrunde unterirdische Kivas dienten als religiöse Zeremonienstätten. Auch Kranke wurden hierher gebracht, um Kulthandlungen zu ihrer Heilung zu vollziehen. Obwohl die Anasazi solide bauten, haben nur wenige Kiva-Abdeckungen die Jahrhunderte überdauert. Warum die Indianer die Felswohnungen nach nur 100 Jahren aufgaben und der ganzen Region den Rücken kehrten, ist eines der großen Rätsel der Archäologie. Die Ursache für den Exodus könnte eine lang anhaltende Dürre oder der Mangel an Feuerholz und abwandernde Wildbestände gewesen sein. Im Besucherzentrum kann das kunsthandwerkliche Geschick der Ureinwohner bewundert werden, die versierte Korbflechter und Töpfer waren. Die Navajo, heute der größte Indianerstamm der USA, sind für ihren Silberschmuck berühmt. Der Pionierfotograf William Jackson war 1874 vermutlich der erste Weiße, der das Gebiet nach den Spaniern betrat. 14 Jahre später entdeckten die Wetherills, eine im Tal lebende Bauernfamilie, das erste große Cliff Dwelling. Sie halfen dem skandinavischen Archäologen Gustav Nordenskjöld, ganze Wagenladungen von Anasazi-Relikten nach Europa zu verschiffen. Deshalb besitzt heute ausgerechnet das Nationalmuseum von Finnland die beste Sammlung von Mesa Verde-Stücken. Bevor die Indianer sich aus bisher nicht geklärten Gründen in Felswohnungen zurückzogen, lebten sie jahrhundertelang in solchen Siedlungen in der Hochebene. Die Ruinen von Far View waren einer der am dichtesten besiedelten Orte von Mesa Verde. Der 2600 Meter hochgelegene Park Point bietet einen Panoramablick über die Umgebung des Nationalparks. Nur wenige Meilen westlich liegt die vielbesuchte Four Corners Region,
in der die vier Staaten Colorado, New Mexico, Utah und Arizona aufeinandertreffen. Ranger nutzen den höchsten Punkt des Nationalparks, um nach Waldbränden Ausschau zu halten. Unkontrollierte Feuer sind eine ständige Bedrohung für die über 4000 archäologischen Stätten in der trockenen Landschaft. Eine Werbetafel kündet von den Vergnügungen der modernen Zivilisation, die in den nahen Indianerreservaten eine wichtige Einnahmequelle sind. Durch diese Wildnis irrte während eines Schneesturms im Dezember 1888 Richard Wetherill. Zu seiner Überraschung fand er Schutz in den lange verlassenen Wohnstätten der Anasazi. Er hatte den Cliff Palace entdeckt, den größten noch erhaltenen Felspalast der Indianer. In den insgesamt 217 Räumen lebten mindestens 200 Menschen. Die 23 Kiwas lassen darauf schließen, dass es sich um 23 Familien oder Clans gehandelt haben muss. Die schwer zugänglichen Ruinen dürfen nur in Begleitung von Rangern besichtigt werden. Auf die heutigen Besucher wirken die in den Fels gebauten Wohnungen, Türme und Kiwas elegant und spektakulär. Die Archäologen betrachten sie jedoch als Zeichen des kulturellen Niedergangs. Die Forscher rätseln, warum die Anasazi sich plötzlich in Felsnischen zurückzogen, sich auf Zufallskonstruktionen beschränkten, eingeengt vom Gestein, oftmals krumm und schief. Die Dörfer in der Ebene waren in Anlage und Bauweise weitaus anspruchsvoller gewesen. Speziell für Alte und Kinder dürfte das Leben hier beschwerlich und gefährlich gewesen sein. Wasser musste über weite Distanzen herbeigeschafft werden. Auch als Verteidigungsanlagen waren die meisten der Cliff Dwellings ungeeignet und schützten kaum vor Überfällen. Außerdem gibt es keinerlei Anzeichen, dass sie jemals angegriffen wurden. Den bereits mehrfach erwähnten Wetherills gebührt nicht nur die Ehre, die faszinierenden Wohnstätten der Anasazi wiederentdeckt zu haben. Durch ihre ausgeprägte Geschäftstüchtigkeit sorgten sie letztlich auch dafür, dass das Gebiet unter Schutz gestellt wurde. Nachdem die Familie jahrelang ihren Lebensunterhalt mit dem Verkauf von indianischen Relikten bestritten hatte, erließ die Regierung im Jahr 1906 endlich ein Gesetz, das den Handel mit archäologischen Schätzen verbot. Im selben Jahr wurde auch der Mesa Verde National Park gegründet.